Servus Leute, heute habe ich mal wieder einen klassischen Shoreline Raid für euch. Ich war looten und ja, hatte in beiden Wings zu tun mit PvP und Loot einsammeln, wie das halt so ist. Und am Ende, ja, war ich dann siegreich und voll beladen und hab's natürlich wie immer rausgeschafft. Schaut's euch einfach an. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Beschreibung oder im ersten Comment. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, ein Kommentar unter dem Video. Ja, jetzt viel Spaß mit dem Raid. Ich denke, mit dem nächsten Vibe werde ich da mal wieder eins machen. Settings-Video. Risiko. Ja, Spieler. Über mir ist auch einer. Wow. Ja, Schibi, so sieht's aus. Immer noch begrenzt. Und wird eher noch mehr begrenzt. Es wird nicht mehr weggehen. Das war ein Paydeck, das. Ah, wie er da die Treppe runterkam, trotz alledem. Ich hatte mich davon überzeugt, dass er oben wartet, aber war nicht der Fall. So, erstmal healen. Ich denke, der Flea Market wird noch mehr begrenzt, ja. Der Kreislauf des Lebens. Irgendwas habe ich gehört. Old Steps irgendwo. Okay, ein paar Granatle, immer gut. Alright. Alles klar, ging's da, guten Hunger. Sound wurde nichts gepatcht, nee. Also angesagt ist eh noch nicht klar, was kommt. Hey Lysio, servus. Es ist eh noch nicht angesagt, was kommt.
Nee, auch als Berufsstreamer kriegt man nur die normalen Infos. Die geben gar nichts, aber das wäre noch schöner. Ja, was Streamer für ein Hate bekommen würden, wenn sie extra Infos bekommen würden. Nee, auf keinen Fall. Nicht mal Leute wie Pestilli oder so kriegen extra Infos. Keiner kriegt es. Das haben sie mal gemacht, das machen sie aber nicht mehr. Bocken warten, Main. Hocken, warten, Main. Hocken, warten, daneben schießen. Das ist im Moment Meta bei vielen. Ich finde es übrigens sehr angenehm, wie smooth alle Animationen jetzt sind. Und die Models nicht mehr im Rumlaggen sind. Es ist viel einfacher zu aimen. Das ist echt eine Riesenverbesserung. Ich hoffe, das fällt euch auch auf. So, ist jetzt hier noch einer, der hier überraschend irgendwo sitzt? Oder? Ah, der wollte mich abaimen. Der hat gedacht, dass ich hinten nochmal peek. Do guileless stuck streamer day scene 26 mona to und es fooled sich and we buy mast and sub mac vita so und fix the alla. McFresh, ich danke für 26 Monate und die netten Worte. Schön, dass du schon so lange hier bist. Mit einer der längsten Supporter und Servus, wie geht's? Immer wieder. Ja, immer wieder mit etwas Fremdschämfaktor, aber so ist es halt, ne? Danke dafür. So. Unglaublich, ey. Ist genauso, ne? Schmackhaft M61 hat er da drin, okay. You glued themselves, wie geht's? Die Budget-Ammo wollen wir nicht ganz genau. M80, lol. Als ob schon mal jemand einen Kill mit M80 gemacht hat. Das ist unmöglich. Ja. Ja, freundlich, dass ihr den liegen lasst. Sehr zuvorkommend. Okay. Er hat gerade gelernt, auf dem Gang stehen bleiben, nichts gut. Ah, wenigstens ein bisschen was los, das passt schon mal. Was haben wir hier drin? Nichts Gescheites. Bin mir nicht sicher, wo die Nate war.
glaube, die war im Westwing. Ja, Stick, servus, Le, wie geht's? Glaub, die war im Westwing. Ja, das ist, also Solo ist für viele Leute schwierig. Das ist, glaube ich, normal. Solo kann man auch bloß gut spielen, wenn man aggressiv spielt, aber das kommt erst mit der Erfahrung, das kannst du von Anfang an doch gar nicht. Das hat keiner so geschafft. Einfach mal probieren, ja. Einfach mal den Mut zusammennehmen und reingehen. Aber wirklich pushen und gegen Gruppen als Solo bestehen, da gehört sehr viel Erfahrung dazu und du wirst auch oft, ja, einfach aufs Maul bekommen. Ich finde Solo in Tarkov am angenehmsten. Also auch, weil ich Streamer bin, aber man kann halt komplett so spielen, wie man selber will. Du kannst deinen vollen Fokus auf die Gegner legen, was ein sehr, sehr, sehr großer Vorteil ist. Elan Solo. Ja genau, man muss das nicht kommunizieren, was man vorhat. Sondern macht einfach. Boah, ey, wieso bin ich denn so überladen schon wieder? Was soll denn der Scheiß? Ja, 400 Stunden ist noch nicht so viel. Ich sag mal, bei mir war es halt einfacher. Ich habe halt Tarkov im Prinzip von Anfang an gespielt. Und dann wächst man halt automatisch mit dem, ja, sagen wir mal, dem allgemeinen Skill in Tarkov. Und dann ist es natürlich einfacher zu erlernen, als wenn man jetzt halt in Tarkov einsteigt und gegen Leute, ja, wie zum Beispiel mich spielt, ne? Ja. PJ, aber alleine schon die Kommunikation dafür, die passieren muss. Dauert ja auch. Ist auch schon ein Nachteil. Dieses Steppst du, Step mal. Allein das macht dein Gameplay so langsam. Wiggle mal, ja, ganz genau. Es geht so viel Zeit und Energie drauf, bloß festzustellen, wo das Teammate ist. Dadurch spielt man halt dem Gegner gegenüber viel defensiver und langsamer. Jemand. Ja, Zauberwisch, so passiert's, ne?
Wo ist er? Hier war eine Nate auf jeden Fall, ne? Nee, massive Rechts-Peak-Advantage. No chance. Was für eine Weste? Die hier. Level 5 CPC. Wie heißt sie denn? CPC Mod, Blade Carrier. Servus Mucki, einen wunderschönen guten Abend, wie geht's? Wenn man da halt was sehen würde, ne? Der steht möglicherweise hier irgendwo hinter den Fenstern. Das Level von Sachen steht hier, da, Armor Class. Hier steht, was geschützt wird, nur Thorax. Hä, hat die nicht mal... Seit wann hatten die bloß Thorax? Hat die nicht mal beides? Ich bin mir nicht sicher, okay. Er schießt nicht auf mich. Ist hier irgendwo über mir. Ich habe keine Short Views. Das sind zwei auf jeden Fall, ja. What the fuck? Ja, ne? Der ist tot. Schau allerdings. South Circle Music. Eieiei. Free Fire sitzt. War klar, dass er an der Stelle steht.
Der Spot ist nicht schlecht, ja, der hätte mich killen können. Also da habe ich ihn nicht erwartet. Aber da hilft halt die Pika Advantage, ne? Hoher Ping auf NA. Da hinten ist halt klar, ne? Also, es ist halt ganz schwierig von 301 hinten. Er stand halt zu offen. Ich dachte nicht, dass ich ihn töte. Aber er stand offen und hat sich halt wohl einen Headshot gefangen. Oder zumindest ein paar gute Treffer. Servus, Glasi. Na, wie geht's? War ein guter Fight, ja. Man hat schon 5 Leute hier im Resort. Läuft. So, und Crazy Beast, vielen Dank für den Prime im dritten. Danke für den zweitwichtigsten Resub. Und dass dein Prime bei mir lässt. Wie geht's, mein Lieber? Servus. Willkommen in der Abo-Falle natürlich. Ich glaube, da hinten lag noch ein Toter. Ich glaube, ich habe sogar einen genadet. Bin mir nicht sicher. Naja, da liegen 2. Hä? Okay. Er ist einfach mal runtergefallen. Jo, 2. Ja, da kommt noch mehr Kleidung zu Rackman, auf jeden Fall. Oh, Level 73 war der, okay. Shit. Das erklärt natürlich, warum der so schnell umgefallen ist. Ich kann ja 2 Sachen gleichzeitig searchen jetzt, ne? Resort ein bisschen anders designen? Nein, das Resort ist perfekt. Bloß nicht. Bloß nicht das Resort. Ein wundervolles Resort, hört auf. Oh, der hat einen Mutant. So, mal schauen, ob ich den. Ja, hab ihn genadet. Oh mein Gott. Level 73 mit Packer, er war Level 3. Er war Level 3, nicht Level 73. Wo habe ich meinen Rucksack hin? Ja, AK kann ich nicht looten, kann ich erst looten, wenn ich den unten habe. Achso, mein Rucksack liegt noch drüben, ne? Ja, der ist vom Balkon gefallen. Achso, mein Rucksack liegt drüben, ja. Ich würde nie meinen Rucksack verlieren, Leute. Aber wir können mal zumindest dem seine Mutant nehmen. So. Weg. Weg. Was für ein Bums hier. Weg. Ah, das ist die kurze Mutant. Scheiß drauf, wir behalten. Nee, die bauen wir nicht um. Die bauen wir nicht um.
Hier kann ich jetzt die AK, die Mutant looten. Wollen wir gleich. Oh Mann. Hat Schundammo geladen, okay. Der Ausrufezeichen Loot, ja. Es gibt einen, also das ist der dritte Code, glaube ich. Gibt es zum Aktivieren. Holt euch den Free Loot, ich weiß nicht, was es da gibt. Ich glaube, ein bisschen Morphin und so ein Quatsch. Morphin, Propital, drei Granaten. Irgendwie so. Könnt ihr euch gönnen. Einfach einlösen. Servus, Commander und Penetrierer. Vielen Dank für den 13. Monat mit einem Tier 1. Willkommen zurück in der Abo-Falle und danke für den Support. Wie geht's? So, schauen wir mal. Der ist echt vom Balkon gefallen, zumindest die Leiche bei mir. Bei anderen Spielern kann die Leiche noch auf dem Balkon liegen, ne? Ist immer so mit Ragdoll. Mit Ragdoll, so. Na. Bisschen rüber hier, runter hier und dann Loot ordnen und dann raus. Ah nee, Moment. Ja, das Ding ist eh leer. Mal leer machen. Ich habe hier noch eine Waffe rumliegen. Survivors, welcome back. Mr. Aluhut. Wundervoll. Neues Thumbnail schon wieder. Müssen wir uns das anschauen? Gibt es einen neuen Code? Hey Fabi. Neues Thumbnail, okay. 19 Uhr kam das wohl. Das ist jetzt das vierte, oder? Sehe ich das richtig? Naja, ein Dreierteam im East, ein Dreierteam im Westen. Passt. Gute Aufteilung. Ach, die Kirche,
Probiert mal, ob der Code noch geht. Das wäre interessant, weil normalerweise, wenn es einen neuen Code gibt, dann geht der alte nicht mehr. Geht noch, okay. Wipe hat 4 Buchstaben, ja. Oh Mann. Es ist schon interessantes Marketing, was sie da betreiben, ne? Die wollen, dass wir spekulieren? Ja, das würde ich auch sagen. Ziemlich sicher. Also, ich glaube, sie probieren im Moment viel aus, was so funktionieren kann oder wie verschiedene Sachen funktionieren. Nee, sowas habe ich auch noch von keinem Publisher gesehen. Also, ich meine, BSG kann ja machen, was sie wollen, ne? Die publishen selbst. Ich glaube nicht, dass es diesmal eine Warteschlange gibt. Ich glaube, die haben daran gearbeitet, Malzboy. Servus, Vertigo. So. Wundervoll. 6 Kills? Ah, Mama, hallo, YouTube, komm. Ne? Hat er den Chat gelöscht oder was? Machen wir mal Hallo YouTube. Sagt mal alle Hallo YouTube im Chat, wenn ihr euch verewigen wollt. Drunter steht noch Dick Encircled. Naja, mal sehen. Es könnte irgendwas mit Verstrahlung kommen. Ja, kann schon sein. Wer weiß. Ein Dreierteam hier und ein Dreierteam hier. Wundervoll. Hey Clemens, servus. Heutzeit aber, ne? Aktiv? Ich bin begeistert. Gut. Machen wir hier den Chat wieder aus. Been counting down.